Heute mal nicht im Trainingsanzug, Mike De Palma, sondern sonntäglich gekleidet neben Frau Becker. Also das Publikum spielt mit, frenetischer Jubel bei diesen ersten beiden Punkten, auch Beifall von Mutter und Vater Becker. Gut los hier. Lauf, Foti. Warm in der Halle. Ich glaube, das wird diese Dame nicht lange aushalten hier. Vielleicht schaut die Regie ja noch mal in einer Stunde vorbei. Mehr Prominenz, Willi Weber. Er leitet die Geschicke von Schumi. 30 Beine. 30 Euro. Schon sehr kritisch bei der Auswahl der Bälle. Zweites Spiel. Becker hat das Gefühl, dass einige Bälle noch gar nicht benutzt wurden. Ah, das klang nach gerissener Seite, da muss er vor. Oh. Ja.
Da gibt es keine Zeitregel. Da kann Sampras sich Zeit lassen hier. Da ist die Seite gerissen. War gut zu hören. 40-30 also Spielball. Sehr konzentriert. Becker führt 2-0. Thüler. Ich glaube, ein Sieg über Sampras, der letzte war im Jahre 94, würde Boris Becker, der auch bald 29 Jahre alt wird, mal wieder gut tun. Nicht nur an Hannover denken, ihm persönlich auch. Zu kurz. 15-0. Das strahlende Gesicht noch von gestern mit in diesen Tag hinübergerettet. Meyer Vorfelder, gestern sein VfB 5-0 gegen Gladbach. Das ist das Spiel von Pete Sampras, Surf und Volley. Er wird marschieren, wann immer es geht. 40-0. Fortila. Sehr unkonzentriert, konnten Sie sehen, am Schlägerrand getroffen, diesen Ball, diesen Vorhand-Volley, obwohl er den Ball eigentlich gut im Auge hatte. Ah, darauf kommt es heute an. Darauf kommt es heute für Becker an. Wie schlägt Sampras auf und wenn er gut aufschlägt, wie kann Becker retournieren? Erstes Spiel für die Nummer 1 der Welt, für Pete Sampras. Es geht, während wir hier die Zeitlupenstudie von Sampras sehen, mal nach Hannover, wo vom 19. bis 24. November die ATP-WM gespielt wird. Dort sind noch 11.000 Restkarten. Da geht viel, viel mehr in die Halle, in die Messehalle. 15.600 Zuschauer pro Tag. 95.000 Karten sollen verkauft werden, 11 sind noch da, 11.000. Und da sind die Preise zwischen 180 Mark, das ist Minimum, und 350 Mark pro Person am Tag. Also, wer hin will und noch keine Karte hat, noch ein bisschen sparen. Becker beim Aufschlag, 2-1 mit Break im Rücken. 15 Lang. Der Return von Sampras hatte viel Schnitt. Sehr schwer zu nehmen, da tief als Volley oder Halbvolley. Hier in Stuttgart ist Becker der König der Asse. 47 Asse hat er mit in dieses Endspiel genommen. Jetzt das dritte, also das war das 50. im Verlaufe dieser Turnierwoche.
40-30. 40-17. Erst Nummer 4 in dieser Partie von Boris Becker und 3-1. Geballte Energie. Ich glaube, diese Bilder machen es deutlich. Becker will.